Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu diesem kleinen Video zum persönlichen Quarzknoten. Was ihr dafür tun müsst und wo er sich befindet und wie ihr ihn abbauen könnt. Zuallererst mal geht es hierbei darum, was ihr tun müsst, um an diesen Quarzknoten zu kommen. Und dabei gilt es hier, den Meta-Erfolg Bazaar-Botschafter abzuschließen. Dazu müsst ihr 16 der 23 Erfolge, glaube ich, waren das, abschließen. Habt also so ein bisschen die Wahl, könnt so ein paar Erfolge auslassen. Ihr seht, bei mir fehlen hier auch noch ein paar. Aber ich habe schon einen ganzen Teil erledigt und damit auch den Meta-Erfolg abgeschlossen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr hier ein kleines Item im Inventar. Das seht ihr hier. Gabe des Quarzes. Und dann müsst ihr in eure Heimatinstanz gehen. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz, wo die Heimatinstanzen sind. Beim Silvari befindet sich die Heimatinstanz auf der untersten Ebene, direkt an der Wegmarke Ronan. Quasi dort, wo der Samen vom Baum gepflanzt wurde. Bei den Azura sieht das nochmal... Warum habe ich jetzt hier 0 FPS? Dort müsst ihr nämlich durch ein kleines Portal gehen, um in eure Heimatinstanz zu kommen. Die Heimatinstanz hier heißt Labor für angewandte Entwicklung im Hain. Und irgendwo auf der obersten Ebene müsste ein Portal sein, das dahin führt. Ich glaube, das war sogar hier in diesem Bereich. Müsst ihr dann gucken, wo ihr das Portal findet. Bei den Menschen ist das Ganze ein bisschen einfacher. Das ist nämlich das Salma-Viertel. Das könnt ihr hier direkt von der Wegmarke Salma aus betreten. Dann haben wir noch die Heimatinstanz der Char. Die befindet sich im Imperatorkern, wenn ich mich da nicht täusche. Ich war bisher, im Heldenbezirk, genau. Im Heldenbezirk war das. Da könnt ihr hier über den Musterungsplatz Wegmarke Mustergründe hinein. Und die Heimatinstanz der Norn, die schauen wir uns natürlich auch nochmal an, der Vollständigkeit halber. Diese liegt hier unten bei der großen Halle, wenn ich mich da nicht täusche. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, da ich bisher meinen Norn noch nahezu nicht gespielt habe. Aber ich meine, die Heimatinstanz war hier bei der großen Halle im Eingang. Wir schauen nochmal schnell, ob hier irgendwo Heimatviertel hintersteht. Wenn wir uns auch sicher sein können, dass ich hier nicht zu sehr lüge. Ja, aber ich glaube, das war ziemlich genau hier irgendwo der Eingang in der großen Halle. Betretet ihr nun eure Heimatinstanz? Das machen wir jetzt hier fix mal. Ich stehe, glaube ich, noch zu nah dran. Um jetzt wieder hinzugehen, genau. Dann könnt ihr gleich da drin euren Quarzknoten quasi pflanzen. Und wir schauen uns dann auch direkt mal an, wo wir den bei den Silvari finden können. Diesen Quarzknoten könnt ihr dann täglich abbauen und euch damit auch Quarz holen, solange der Bazaar oder sobald der Bazaar der vier Winde verschwunden ist. So, ich habe jetzt hier das alte benutzt. Und hier vorne sehen wir es auch schon. Da ist die Quarzkristallformation. Damit kommt jetzt hier endlich mal so ein bisschen Leben in die eigenen vier Wände, wenn man so möchte. Hier ist zwar schon einiges passiert, wenn man sich diese Home-Instanz mal genauer anschaut, findet man vereinzelte Charaktere wieder, denen man begegnet ist und so weiter. Aber so richtig inhaltlich war hier halt nicht viel. Und das hat sich nun geändert mit diesem persönlichen Quarzknoten, den ihr dann hier abbauen könnt. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht gatenews.de für die weiteren Guides zum Bazaar der vier Winde und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video.